Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir sind Sachsen. In der letzten Folge konnten wir zwei Kriege beenden, die uns nicht wirklich viel eingebracht haben. Wir haben halt unsere Verbündeten unterstützt und wir konnten hier, glaube ich, eine kleine Siedlung abstauben. Das hier, das Gebiet. Nicht allzu viel, aber okay. Was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir hier Eburovikien angreifen. Die haben aber zwei Verbündete und da müssen wir mal gucken. Wir holen natürlich unser stehendes Heer hier, die Söldner rüber. Und dann werden wir noch ein paar Söldnerarmeen rekrutieren. Wir werden das auch wieder versuchen, alles mit Söldnern hinzubekommen. Wir befinden uns aber gerade auch noch in einem Krieg. Da geht es um eine allobrogische Revolte. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe doch, dass die das auf die Reihe bekommen. Ansonsten schicken wir denen auch noch ein paar Söldner mit runter. Wir können auch generell denen eine Söldnerarmee mal mit runter schicken, um die halt ja, zu unterstützen. Legen wir mal wieder los. Wir hatten außerdem auch noch eine Stadt gegründet hier. Das hängt mit der Mission zusammen. Ihr seht das hier. Es dauert noch eine ganze Weile. Bevor wir die Söldner jetzt rekrutieren, die drei Armeen, werden wir auch noch mal das Weltgeschehen machen. Da sind wir nämlich schon fast 3 Jahre drüber. Schauen wir uns an, was machen denn die ollen Römer? Nix weiter. Haben eine gute Stabilität. Keine besondere Meinung von uns. Ja, nichts Neues im römischen Empire. Seleukidenreich. Oh, die haben Baktrien geschluckt. Komplett. Das ist ja krass. Das war letztens vor 10 Jahren noch nicht der Fall. Da gab es doch Baktrien noch. Ist eine Weltmacht jetzt dadurch. Krass. Die Frage ist, können die dem Pragischen Reich hier widerstehen? Jetzt, nachdem die Baktrien geschluckt haben. Anzahl an Einwohnern 14.600. Die haben sogar mehr Einwohner als das Pragische Reich jetzt. Das ist ja krass. Comeback der Seleukiden? Fragezeichen wäre wichtig, weil die sind doch mit den Römern auch nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen mäßig unterwegs, oder? Dürfen wir gespannt sein. Und Ägypten. Ja, die haben jetzt hier anscheinend komplett das Rote Meer unter ihre Fuchtel gebracht. Also hier gibt es noch ein paar kleine Gebiete, die noch unabhängig sind, Fragezeichen. Oder sind das alles Vasallen von denen? Nö, das scheinen noch unabhängige Staaten tatsächlich zu sein. Aber wenn es hart auf hart käme, hätten die keine Chance gegen die Großmacht Ägypten. Weltmacht, ebenfalls eine Weltmacht. Aha. Alles Weltmächte hier. Was ist denn mit Marka? Zu wem gehören die? Zu niemanden. Die sind auch mit niemandem verbündet. Nicht schlecht, dass sie sich so lange hier behaupten können. Eingequetscht zwischen Ägypten, den Seleukiden und dem Thrakischen Empire. Krass. Karthago, ja, brauchen wir nicht mal von reden. Nerien hält im Moment noch stand den Römern auf der Iberischen Halbinsel. Aber das dürfte auch nur eine Frage der Zeit sein. Wenn die hier wirklich ernst machen, die Römer, dann könnten die Iberische Halbinsel überrennen. Und auf der Insel, ja, das hatten wir ja in der letzten Folge und der darauf folgenden, der davor folgenden Folge auch schon beobachten können, weil wir ja da auch in dem Krieg involviert waren. Das war das Weltgeschehen. Ich mach bloß mal einen Häkchen hier, dass wir es auch bearbeitet haben. Gut. Dann holen wir die Söldner rüber und holen auch ein paar neue Söldner an unsere Seite. Bevor wir das machen, können wir denen überhaupt schon einen Krieg erklären? Ja, Eroberung von Bellovakien. Das hatten wir anscheinend dann irgendwann mal durchgesetzt. Provinz Bellovakien, das sind hier die zwei Gebiete. Gut. Dann können wir uns jetzt die Söldner anschauen.
Da hatten wir den Elfer. Hier ist ein neuer dazu gekommen, ein Zehner. Nehmen wir den auch mal noch. Und noch einen. Ja, zwei noch. Wir gehen auf Nummer sicher. Das ist, glaube ich, auch neu. 19-Jährigen kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Aber nee, nee, das war auch schon ein 14er. Nehmen wir den noch mit. Hier unten gibt es auch noch einen 14er. Aha, nee, war doch ein neuer. Hier sind zwei 14er dabei. Lassen wir die Zeit kurz vergehen und jetzt können wir die Söldner bewegen. Anschluss ist erlaubt. Täuschung ist drin. Das stimmt auch alles. Hier ist auch alles fein. Das müssen wir hier noch umändern. Schickt man die hier auch noch mit an die Grenze. Und die können wir durchaus zu dieser allobrogischen Revolte schicken. Ja. Auf geht's. Wir lassen noch alles auf Stufe 5. Damit es schneller geht, dass die Truppen da sind. Wir dürfen nur nicht vergessen, unsere Söldner von der Insel rüber zu holen. Zivile Fortschritte, Bevölkerungskapazität plus 1%, Nahrung monatlich plus 1%. Sehr schön. Schauen wir uns an und wir gehen dann entweder auf Hypokauste, Politikeinfluss monatlich plus 5%, Bürger nationale Produktion plus 3% oder Produktion von freien Männern plus 3%. Wir brauchen beides, um hier zur gestuften Bürgerschaft zu kommen. Wir nehmen mal Hypokauste. Die Römer leisteten Pionierarbeit bei der Schaffung einer Fußbodenheizung. Krass. Aha. Mit einem komplexen System von Rauchzügen und Öfen war die Hypokauste eine seltene, aber prestigereiche Ergänzung für Villen und Badehäuser. Wahnsinn. Davon konnten die Menschen im Mittelalter nur träumen. Also schon krass, wie weit das römische Imperium da war. Gar nicht auszudenken, wenn die vielleicht ja, nochmal 1000 Jahre länger Bestand gehabt hätten. Wo wir da jetzt schon wären, da wären wir vielleicht schon längst auf dem Mars. Man weiß es nicht. Aber das hätte dann die ganze Geschichte halt komplett über den Haufen geworfen. Wer weiß, was da passiert wäre. Ich finde das aber immer so spannend, so hypothetische Fragen, die man da stellen kann. Was wäre gewesen, wenn? Halt, hier will jemand handeln. Nerien. Ja, mit euch handeln wir gern. Die wollen aber auch nicht unser Verbündeter sein. Politikeinfluss, da haben wir natürlich immer ein Auge drauf, weil wir ja weiter Städte gründen wollen und auch in dieser Mission hier dann weiterkommen wollen. Die Moral ist aber noch oben, oder? Ja, Steuern? Ne, ja, ist alles oben gut. Die Söldner sind gleich angekommen. Können wir sie einschiffen? Was? War das schon immer so, dass sie im Hafen sein muss? Ich dachte, es reicht, wenn die hier vor Anker liegen, aber anscheinend müssen die im Hafen sein. Dann machen wir es halt so. Jetzt geht's.
Hat Allobrogen ihr Problem mit der Revolte? Nö, sieht nicht so aus. Wir schicken die trotzdem mal noch hin, dass sie sehen, dass wir sie unterstützen wollen und haben. Unsere Rekrutenreserve geht schön weiter nach oben. Das ist super. Was war denn das? Ach so, das war der Krieg, dass er zu Ende gegangen ist. Ende des Allobrogischen Bürgerkriegs. Sehr gut, sehr gut. Interessant. Militärische Fortschritte, Armeemoral mehr, Flottenmoral mehr. Unterhaltskosten für Legionen und Flotten verringert wurden. Warum ich hier hingehe, wenn wir einfach so draufklicken können, fragt mich nicht. Beschränkung von Steuereintreibern. Freier Männer, nationale Produktion plus 3%. Die Befugnisse von Steuereintreibern sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die Beschränkung von Nötigung wird einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Mittelschicht leisten. Nehmen wir mit. Und dann als nächstes kommt gestufte Bürgerschaft. Das wird eine Weile dauern, ehe wir das können. Außer es kommt irgendwo ein Durchbruch zustande. Das wäre natürlich super. Oh Leute, bei mir hat es geklingelt an der Tür. Einen Moment, bin gleich wieder da. Hey, da bin ich wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. Okay. Truppen sind unterwegs. Wir lassen es noch auf Stufe 5. Und werden dann so gleich Eborowiekien den Krieg erklären. So, was ist hier los? Was? Revolte? Risiko einer Revolte? Ist die. Nö, Loyalität ist nie so gering. Was denn da passiert? Ach, das hat mit dem. Ja, alles klar. Das hat mit dem Statthalter zu tun, weil der ist an einem schrecklichen Fieber verstorben. Wir brauchen ja einen, der nicht korrupt ist. Das hat oberste Priorität. Die ersten. Nee, das ist die Loyalität, ich dachte schon. Die ersten zwei sind nur korrupt. Was hat denn der hier noch? Zufriedenheit, Staatsreligion plus 2%, 2,5% Auswirkungen bei Statthaltern. Der ist noch nicht schlecht. Raukram Riglaikos. Denke mal, den werden wir nehmen. Wie alt? 28. Ja, den nehmen wir rein. Und schon ist das ja weg mit dieser Rebellion, mit diesem Risiko auf Rebellion. Plünderung? Was ist. Wir haben es noch gar nicht im Krieg. Ach so, weil die Söldner plündern hier einfach irgendwie Gebiete oder was? Komiliaka geplündert. Sind die dumm? Das ist unsere. Hier, die plündern hier die unsere. Siedlung? Haben die noch alle Latten am Zaun? Können sagen, es muss eine Dezimierung stattfinden. Ja, werden wir machen. Wir verlieren dann zwar Rekrutenreserve, aber okay, ist nun mal so. Er wird unbeliebter. Er hat sowieso schon null. Beliebtheit, Bevölkerungswachstum minus 0,02. Ja, das ist die Auswirkung der Plünderung. Die bekommen wir so oder so. Aber wenn wir das untere nehmen, wir dürfen Sigigeis nicht verärgern, würden wir wieder Beliebtheit verlieren und wir würden 10 Korruption dazu bekommen. Da wir ohnehin schon korrupt bis über die Hutschnur sind, machen wir das natürlich nicht. Wir nehmen das erste und verlieren halt ein bisschen Rekrutenreserve. Das ist okay. Wir führen die letzten Kriege und auch diesen Krieg ja ausschließlich mit Söldnern.
Also, es muss eine Dezimierung durchgeführt werden. Truppen sind alle bereit. Wir gehen mal runter hier. Loyale Charaktere. Statthalter von Belgien. Er hier. Er ist 64. Ich glaube, da müssen wir nochmal bestechen. Aber ihr wisst, was das heißt. Würden halt wieder korrupter werden. Könnten auch versuchen, denen eine Freundschaft anzubieten. Ja, bestechen den. Ist der einfachste Weg. Wir sind ja noch nicht korrupt genug. Ist nur eins Korruption. Das geht noch. Geschwindigkeit ist runter. Wir erklären denen hier den Krieg. Wir können mal schauen, wer sich denn. Oh. Alles anschließt. Eine ganze Menge schließt sich an. Das ist schön. Thrakien ist im Bürgerkrieg, verdammte Hacke. Aha. Die schließen sich nicht mit an, aber der Rest würde sich mit anschließen. Wollen wir das? Ich würde sagen, ja. Gehen wir auf Nummer sichern. Oder wollen wir nur, dass Allobrogien sich anschließt? Nee. Ja, wenn, dann rufen wir alle mit zu den Waffen. Außer vielleicht Lukien, die sind so weit weg. Tauriskien vielleicht auch, nee. Ja, dann bleibt es nur noch bei Allobrogien und Leukien. Na, nee, kommt. Wir rufen alle außer Lukien, die sind wirklich ein ganz schönes Stück weg. Eroberung von Belovukien und los geht's. Ja, unsere Verbündeten folgen dem Ruf. Wir importieren verschiedene Sachen nicht länger. Das ist schlecht. Sind das Handelsrouten der Hauptstadt gewesen? Oh. Da müssen wir nochmal nachsteuern. Und Siegchen. Unsere Hauptstadt hier. Unedle Metalle. Waren das nicht. Waren das Edelmetalle sogar? Da brauchen wir von den Edelmetallen nochmal eins. Ja, ich hab's befürchtet. Können wir nur mit den verhassten Römern handeln? Das ist schlecht. Wein wird ebenfalls sicherlich nur mit den Römern gehen. Nein, auch noch mit Thrakien. Das ist schön. Ja, Legion Unterhaltskosten. Okay, haben wir keine, aber was soll es? Salz oder Fisch? Was bringt uns denn Salz? Legion Unterhaltskosten, das bringt uns also nichts. Und Fisch? Freie Männer, nationale Zufriedenheit, 8%, das ist enorm wichtig. Handeln wir mit Kornavien. Ja, das ist okay. Das ist ganz im Norden der britischen Inseln. Das Land, gegen das wir auch Krieg hatten, wo wir versucht hatten, unsere Söldner in den ehrenvollen Tod zu schicken, was natürlich nicht funktioniert hat. Nordhibernien. Könnten noch Lukien als unsere Verbündeten noch dazu holen hier in den Krieg, aber davon, da warten wir erstmal ab, wie der Krieg läuft. Hier werden wir. Wo halten wir die Stellung? Das ist Ebene. Nö, da bleiben wir auf der Seite. Die halten hier einfach mal aus. Das sind doch auch die Söldner, die wir loswerden wollen. Die können das belagern und die werden hier mal an der Grenze sich positionieren.
Ja, sie rekrutieren fleißig unsere Gegner. Wir können uns das mal im Detail anschauen, mit wem wir es nur hier zu tun haben. Ja, man kann sagen, mit der Normandie und der Bretagne. Ist schon ordentlich, das Militärbündnis. Ich muss bloß mal kurz die Heizung runterdrehen. Wird langsam zu warm hier. So. Schauen wir das uns im Detail an. Also, wir sollten auf keinen Fall das Militärbündnis hier unterschätzen, aber der Vorteil ist, dass es wirklich auf engstem Raum hier zur Sache geht. Wir sollten eigentlich also einen guten Überblick haben, was uns hier so erwartet. Turuntien will mit uns handeln, aber sicher doch. Die sind auch noch am Sammeln. Die rekrutieren jetzt halt ihre Truppen, heben die aus, werden auch Söldner rekrutieren und dann müssen wir mal schauen, wo sie angreifen. Im Moment greifen sie Allobrogien an. Daniel will mit uns handeln, ist okay. Oh, Leukchen ruft uns zu den Waffen. Was ist denn da los? Das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt. Die sind im Bürgerkrieg. Leukische Revolte. Ach du grüne Neune. Ungünstig. Gerade der Zeitpunkt. Ich glaube, ist uns relativ egal, Leute. Mittlerweile geworden. Sie sind kein starker Verbündeter mehr. Lehnen wir ab. Eiskalt. Wahrscheinlich werden die den Krieg sogar verlieren. Also, wenn man von der Fläche und von der Anzahl der Einwohner ausgeht, ist diese Leukische Revolte ohnehin stärker als Leukien selbst jetzt hier. Die haben auch überhaupt keine Verbündeten, nix. Doch, die haben noch Darkchen als Verbündete, aha. Und Castrum Diovonense. Was könnte denen den Allerwertesten retten, wenn die denen mithelfen hier gegen diese Leukische Revolte? Na, mal gucken. Also haben wir jetzt einen Slot wieder frei. Ja, hier, 5 von 6, ihr seht's. Wir könnten ja mal spaßeshalber bei Nerien nachfragen. Ne, 145. Die sehen uns als konkurrierende Macht. Anzahl an Verbündete, minus 35. Sie würden zu viele Beziehungen haben und wir sind im Krieg. Ah, es wäre schon schön, wenn wir die auch als Verbündeten dazu gewinnen könnten. Wir werden hier mal die Beziehung verbessern und heben uns diesen Slot mal auf. Thrakische Revolte. Wo ist denn diese Thrakische Revolte? Das ist Thrakien. Ach, hier unten. Oh, das sieht man ja schlecht. Schaut mal, fast die identische Farbe wie das Seleukiden Empire. Lalasien hat sich hier unten entwickelt in Kleinasien. Ich mich wundert, dass die Römer so lange stillhalten hier und nichts weiter machen. Uns soll es recht sein. Haben damit kein Problem. So, etablieren sich jetzt hier schon größere Truppenverbände der Gegner. Bis jetzt hält sich's in Grenzen. Darkchen will Militärzugang. Wahrscheinlich, weil die Leukchen helfen wollen, oder? Ja. Ah, meinetwegen. Rollen die uns immer noch, dass wir die mal verraten haben? Also aus Versehen?
Nö, eigentlich nicht. Entehrte Allianz, da, doch, da. Krass. Das dauert ja ewig, ehe das weg ist. Also da muss man sich wirklich, da muss man tierisch aufpassen, Leute. Dass euch das nicht auch mal passiert. Wenn hier Ruf zu den Waffen ist und ihr seid, dann habt ihr einmal draufgeklickt, dann müsst ihr es annehmen. Wenn ihr da. Da habt ihr bloß die Möglichkeit, halt euch halt zu entscheiden zwischen annehmen und ablehnen. Also man kriegt das dann nicht nochmal hier oben rein. Dann schaut euch immer vorher an, ob ihr das wollt oder nicht wollt. Weil wenn ihr dann hier in diesem Auswahlbildschirm seid, dann könnt ihr nur noch Ja sagen oder Nein sagen. Gut. Ja, die blockern hier unten die Südseite des Flusses. Wir könnten unsere Flotte mal dazu holen. Und sagen, stellt euch mal dahin. Wobei, wir wollen ja eigentlich, dass die uns angreifen. Wir lassen die Flotte mal hier vor Anker, weil kann durchaus sein, dass die Gegner hier auch mit ein paar Schiffen kommen. Und da sind unsere 27 Schiffe schon ein guter Schutz vor den ihren möglichen Eroberungsfeldzügen in unserem Hinterland. Hallo, Prokchen will mit uns handeln. Aber sehr gern doch. Die mobilisieren auch so langsam ihre Truppen. Wow, die haben ja 20.000 Soldaten ausgehoben, die Leukische Revolte. Nicht schlecht. Ägypten will mit uns handeln. Machen wir. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die uns hier über den Fluss angreifen. Aber die Frage, also das Ding ist, wenn die hier genügend Truppen zusammengezogen haben, kann das durchaus passieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob die 9000 Mann dann standhalten können. Auch wenn wir die eigentlich verheizen wollen, aber es wäre halt schlecht, wenn die hier oben durchbrechen. Ich denke eher, dass die, naja, so wie sie es halt jetzt auch schon machen, sich erstmal auf Aluprokchen stürzen. Tauriskeln kommt aber auch schon mit verbündeten Truppen und hier unten kommen dann auch die Truppen der Aluproger. Dauert halt alles eine Zeit, bis die dann aufmarschiert sind. Nicht nur die Gegner, sondern halt auch unsere Verbündeten. Und wir führen ja hier schon zwei wirklich wichtige Belagerungen durch. Die Völkische Revolte will mit uns handeln. Na klar, warum nicht? Hier könnten wir halt versuchen, die Provinzhauptstadt zu uns unter den Nagel zu reißen, aber es bringt auch nicht wirklich was. Wir haben aber auch hier keinen guten Stand an der Position. Es ist halt nur Ebene, oder? Ja. Die Belagerungen müssen halt durchgehen. Dann hätten wir zwei neue Armeen zur Verfügung, mit denen wir dann hier handeln können. Aber ihr wisst ja, Belagerungen dauern halt immer ihre Zeit. Mundogast Mabodus. 43er Machtbasis, das ist schlecht, das ist viel. Er ist Hofphilosoph. Was ist denn dem für eine Laus über die Leber gelaufen? 68, der kann durchaus auch noch eine Weile mitmachen. Müssen wir den wieder bestechen? Oder halt Gehalt gewähren. Wir haben mehr als genug Geld. Jedes Mitglied der Mabodes-Familie, das für dieses Amt in Frage kommt, 9 erhält monatlich 50% mehr Gehalt und 2 Goldstücke. Dafür halt 20 Loyalität mehr. Sanktionen verhängen. Ist auch neu, oder? Verhängt gegenüber, hab schon nicht gelesen. Verhängt gegenüber Mundogast Mabodus Korruptionssanktion, weil der korrupt ist.
Er verliert 60 Monate lang 14 Korruption und 20 hat er verliert für. Ja, das bringt ja überhaupt nichts. Er verliert dann Loyalität und wird noch stinkiger uns gegenüber. Vor Gericht bringen 9%, bringt überhaupt nichts. Besitztümer entziehen. Ja, verliert auch Loyalität. Wir nehmen das gute alte Bestechen, Gehalt gewähren. Könnte man auch machen, aber das sind dann schon ganz schöne Summen. Weil 9 Mitglieder bekommen dann halt 50% mehr Gehalt und nochmal extra 2 Gold pro Monat. Das ist ein bisschen heftig. Deshalb bestechen wir ihn. Wie viel Korruption ist er denn jetzt angelangt hier? 56. Unfassbar, oder? Und der ist 29 Jahre jung. Also wir. Da sind ein paar Schiffe. Also ein Großteil der Armee befindet sich jetzt hier irgendwo, der gegnerischen. Wir dürfen gespannt sein, wo sie hinmarschieren. Wir können nur hoffen, dass die Armeen hier bald frei werden und wir dann etwas handlungsfähiger wieder werden. Sobald Söldner irgendwo auftauchen, können wir auch noch ganz easy die Gegner bestechen, weil wir haben mehr als genug Geld in unserer Schatzkammer und irgendwann werden dann ja hoffentlich mal auch unsere Verbündeten auftauchen. Ja, brauchen halt eine Weile, ehe sie da sind. Hier an der Front. Sorry. Okay, Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen wunderbaren Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.